So, ja, im Grunde können wir jetzt ein neues Gebiet betreten. Kurznachrichten. Das Bootshaus im Westen der Stadt ist verschwunden. Diesige Polizei ist ob des gehäuften Auftretens merkwürdiger Ereignisse in letzter Zeit überfordert und bittet die Bevölkerung um Geduld. Bei der Aufklärung. Ah ja, bei der Aufklärung, gut. So, wir kümmern uns aber um eine weitere Insignie. Und zwar das Geheimnis der Hügelhöhle. Ui. Geht's jetzt schon los? Ich frage mich, ob das die Insignie schon ist. Nämlich das, wofür ich das Spiel teilweise ziemlich verflucht habe. Aber ihr seht's noch. Ja, das Spiel ist natürlich sehr sozial mit dem Prinzip, ich zeige dir, wohin es geht. Sehen, wohin es geht, nämlich zur Hügelhöhle müssen wir jetzt hin. Genau dorthin gehen wir jetzt noch. Und die Hügelhöhle ist hier hinter dem See. Könntest du den Eingang zur Hügelhöhle da drüben sehen? Ein bunter Kerl kam heraus und lief unter die Brücke. Vielleicht hat ihn jemand Böses verfolgt, sehr ärgerlich. Ja, da hinten ist die Hügelhöhle. Da ist unser Ziel. Und das ist so eine Stromteile, die könnte uns in den Weg stellen. Die sollten wir überspringen. Zerstören können wir sie nicht, glaube ich. Och mein Gott, ey, was ist denn das für... Kann es wirklich sein, dass Mario hier so eine Art verzögerte Sprungsteuerung hat? Weil ich drücke wirklich präzise in dem Moment A. Und Mario springt... Ja, Tatsache. Er springt eine Nanosekunde später. Ach du Scheiße. Boah, wenn mir das zum Verhängnis wird. Das wird mir zum Verhängnis werden. Das wird mir irgendwann garantiert zum Verhängnis werden. Kann ich wenigstens schon mal sagen, an dem Spaßfaktor wird es an dem Let's Play nicht mangeln. Wegen auch einer bestimmten Tatsache, die noch kommt. Das da oben wird noch lustig mit dem Hindernisparcours. Bei diesem Parcours da. Aber naja, wir gehen erstmal zu der Höhle da vorne. Weiß nicht, kam das jetzt schon? Es kam jetzt schon. Oh mein Gott, das wird übel. Darf ich vorstellen, das, was ich am Spiel am meisten immer gehasst habe, die Parawelten. Ich meine, gut, der Soundtrack dazu ist natürlich richtig geil. Aber glaubt mir, die Parawelten werden teils alles andere als geil.
Da gibt es ein paar, die sind richtig nervig. Also ich glaube, das hier ging noch. Oh Gott. So, jetzt noch 3 Sprünge machen. Dann haben wir es geschafft. Die das Leben. Gott, ich trau mich nicht. Nee, komm, ich trau mich nicht. Wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann stürze ich sofort ab und ärgere mich nur wieder. Sorry, Leute, da bin ich gerade ein bisschen zu feige für das Leben. Das Ganze kommt später noch mit Zeit. Ist das nicht toll? Und das wird dann richtig lustig. Nicht. So, wie gesagt, zum Bootshaus kommen wir noch. Wir kümmern uns erstmal um die Insignien von dieser Welt hier. Das Dorf der roten Münzen. Oh ja, ich glaube, jetzt geht der Spaß richtig los. Die erste nervige Aufgabe. Obwohl, die geht noch. Wir müssen jetzt rote Münzen finden. Acht Stück, wer Mario kennt. Kann ich jetzt natürlich jetzt meine Wasserspritze, also Dreckweg Nullingens, den Namen gerade wieder vergessen, benutzen. Da oben ist eine rote Münze. Nehmen wir sie gleich mal mit. So, das war nämlich die erste von 8. Es wird dann nämlich gleich angezeigt, das finde ich sehr schön. Um die Kisten da unten kümmere ich mich noch. So, das war gerade Absicht, weil da ist eine rote Münze. Na komm, wir aktivieren mal das Teil. Das ist eine meiner Schwebedüsen. GmbH. Das ist eine meiner. Okay, was macht das Ding nochmal? Das kann man noch nicht aktivieren. Ich glaube, das geht erst später. Hier wäre eine meiner Düsen versteckt. Du kannst ihn nicht einsetzen. Ja, das geht erst später. So, jetzt haben wir schon mal die Hälfte gefunden. Na, was fand das jetzt für ein mieses Teil? Perfekt getroffen. Was aber? Das hört sich vielversprechend an. Die Oinks werden mit Wasser vollgepumpt. Und dann kabumm. Okay, kann man gleich mal. Ja, lol. Sieht auch ziemlich lustig aus.
Ja. Das war ein Oink. kann ich ein bisschen abkürzen? Ah, schade. Krieg ich gerade nicht hin. So, ich glaube, hier gibt es noch ein paar rote... Ja, da oben ist eine rote Münze. Die kann ich mir gerade mal holen. Der wollte schon wieder nicht springen. Eine rote Münze. Och man, Mario. Aber egal, hier ist sowieso nichts Besonderes mehr. Diese Geister können auch ziemlich nervig werden. Seht ihr? Okay, das sind blaue Münze, aber ich glaube, das... Na, das geht noch gar nicht, oder? Obwohl, ich glaube, da komme ich auch... Ja, da komme ich auch so ran. Wunderbar. Ah, es gibt Münzen frei. Aber es ist ja das Dorf der roten Münzen, das heißt, die sind alle da drüben. Du machst auch noch eine blaue Münze zu finden, wenn ich das mache. Tatsache. Ich überlege gerade, kann ich hier vielleicht ein bisschen... Du nervst gerade, Freundchen. Oh, das könnte funktionieren. Das heißt, könnte, das wird wahrscheinlich funktionieren. Gut, noch geschafft. Das Ganze ging nämlich auch rückwärts.
Jetzt haben wir schon mal einige blaue Münzen. Wenn wir 10 Stück haben, ich glaube, dann kriegen wir eine Insignie. Aber genau weiß ich es auch nicht mehr. Es ist Ewigkeiten her, seitdem ich das gezockt hatte. Kamera macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Oh, danke, du blöde Scheißbrise. Ich glaube, wenn man... Ne, oder? Nee, das reicht nicht bis da oben. Hier kann ich bestimmt hoch. Da ist blaue Münze drin. Ich glaube, die gibt es auch nur jeweils einmal. Also die kann man auch nur jeweils... Was ich sagen will, ich glaube, die respawnen nicht. Blauen Münzen haben, glaube ich, eine feste Zahl. Und die Insignie ist eigentlich zum Greifen. Und ich glaube, es war schon wieder zu früh zum Aufnehmen, denn ja, was ich da schon wieder im Hintergrund höre, gefällt mir schon wieder gar nicht. Und die Insignie gehört uns. So, wunderbar. Kurze Nachrichten. Das Bootshaus im Mästen, ja gut, das wissen wir schon. Ist noch mit Farbe beschmiert. Werden wir auch mit Zeiten noch befreien. Wir haben hier Mutant Tyrannia schlägt zurück. Oha. Und wie er zurückschlägt. Ich glaube, die Aufgabe war schon ein bisschen schwieriger. Die war, glaube ich, ein bisschen schwieriger, die Aufgabe. Jedenfalls dürfen wir uns jetzt nochmal um Mutant Tyrannia kümmern. Thank you.
das macht schon die Geräusche. Diese komischen Viecher. Meine Fresse, du bist so ein behinderter Klempner, wenn du nicht springen willst. Na, das ist schon ein ganzes Mäuschen. Wahrscheinlich wegen Piranha. Ich habe ihn gesehen, den Pflanzenmutanten vor der Windmühle. Er ist zurück. Da unten ist eine blaue Münze, wie komme ich da ran? Aber ich sehe es auch schon gerade, wie ich da rankomme. Ich sehe es und verkack's. Das ist blöd an Marvin. Ich kann hier nicht genau interagieren, weil ich nicht sehe, wo ich hinsteuere. Oh Mann, Mario. Gut, machen wir es halt so. Das Ding präzise zu treffen ist gerade. Blaue Münze. Ein Moment.